Ich denke, die unverheilten alten Wunden haben viel mit unseren etwas schwierigen Beziehungen heutzutage zu tun. Ja, Beziehungen. Wenn wir unsere Beziehungen, die wir jetzt im Augenblick so leben, auf den verschiedensten Ebenen anschauen, so gibt es sicherlich Bereiche, die sind schwierig, Bereiche, die sind wohltuend, inspirierend. Und sicherlich gibt es mehr oder weniger große Bereiche, die sozusagen sehnsüchtig gewollt werden, aber noch keine Wirklichkeit sind. Also gelebte Probleme, erfahrenes Leiden, gelebtes Glück, gelebtes Wohlbefinden und sicher einen großen Bereich, mehr oder weniger groß, den wir noch nicht gelebt haben, wo es aber Sehnsüchte gibt. Und ich möchte Sie bitten, während dieses Kurses, während des Vortrags, aber auch während der Übungsphasen, die wir morgen und übermorgen haben werden, Ihre eigene Geschichte mit den Beziehungen mitlaufen zu lassen und unter diesen Fragestellungen sich das immer wieder anzugucken, was ist schwierig, was tut gut und was hätte ich gerne, was noch nicht ist. Beziehungen, im engsten Sinne wird es heutzutage auf Liebesbeziehungen, oder das ist auch wieder nur ein Arbeitstitel, also auf oft hat es ja nicht so viel mit Liebe zu tun. Also auf diese erotisch-sexuell besetzten Beziehungen bezogen, das Wort Liebesbeziehungen, das Wort Beziehungen, aber uns ist natürlich auch klar, dass wir auch sehr vielfältige andere Beziehungen haben. Wir haben alle irgendeine Art von Familie und wenn es sozusagen die Eltern und Geschwister sind, Großeltern, Tanten, Onkels, wir haben auf unserer Ebene, in unserer Generation, unsere eigene Familienstruktur, ob das jetzt die Kleinfamilie, die Ehe ist, mit Kindern, ohne Kinder, oder ob das andere Arten von familiären Zusammenhängen sind, wie das Zusammenleben mit einer Person, mit zwei Personen, mit drei Personen im engeren Rahmen, was auch immer. Wir haben also familiäre Beziehungen, ob die dem Modell, was konservative Kreise hegen und pflegen, entspricht oder nicht. Wir haben alle, denke ich, Arbeitsbeziehungen. Wir haben Freundschaften. Wir haben vielleicht zweckfreie Beziehungen, wo nicht an bestimmte emotionale Erwartungen, keine Arbeitserwartung dran geknüpft ist. Nicht mal vielleicht eine tiefe Freundschaft. Es gibt vielleicht die zufälligen Begegnungen in der Nachbarschaft. Es gibt also eine Vielfalt von Beziehungen und ich möchte eigentlich über alle heute Abend ein bisschen etwas sagen und Sie auch bitten, Ihre verschiedenen Ebenen von Beziehungen, verschiedenen Arten von Beziehungen auch mit im Hinterkopf zu halten und sozusagen mit all den Beziehungen um Sie herum zuzuhören. Und eine praktische Übung dabei wäre schon, dass Sie sich vorstellen, dass die Menschen, zu denen Sie wichtige Beziehungen haben, sozusagen mit Ihnen hier sitzen. Und das Wunderschöne an Vorstellungen ist ja, dass Vorstellungen nicht so viel Platz brauchen. Das ist ganz schön. Ich glaube, deswegen hängen wir auch so an Vorstellungen, die sind nicht so verpflichtend. Da folgen nicht gleich so viele Konsequenzen daraus. Es gibt ein traditionelles Bild, was in der buddhistischen Tradition oft verwendet wird. Das müssen Sie nicht machen. Das ist einfach nur ein Vorschlag oder ein Berichten. Zu unserer Linken sitzt unsere Mutter und alle weiblichen Lebewesen in der Gestalt von Frauen. Zur Rechten, na, wer sitzt da? Sitzt unser Vater und alle männlichen Wesen, ebenfalls in menschlicher Gestalt. In unserem Rücken sitzen alle die, die wir gerne haben,
an denen wir hängen, also auch die Liebesbeziehungen. Und vor uns sitzen alle die, die wir nicht leiden können. Es ist eine sehr hilfreiche Vorstellung, wenn man sich mit Beziehungen beschäftigt, sich vorzustellen, die sitzen alle da. Es wird alles ein bisschen sinnlicher, es wird etwas direkter, weniger abstrakt. Die machen diesen Kurs jetzt mit uns. Ja, Beziehungen. Ich habe einmal, als ich den ersten Kurs zu diesem Thema abhielt, in der buddhistischen Literatur nochmal gezielt nachgeschaut, welche Beziehungen werden da eigentlich erwähnt. Über welche Beziehungen spricht man im Buddhismus und auch in anderen spirituellen Traditionen. Und ich habe dann im Buddhismus festgestellt, eigentlich werden die Liebesbeziehungen in keine besondere Schublade gesteckt. Es wird viel geredet über karmische Beziehungen. Das sind Eltern, Kinder, langfristige Partnerinnen und Partner, also klassisch Ehe. Dann werden erwähnt spirituelle Freundschaften, Lehrerinnen, Lehrer, natürlich meist Lehrer, aber Lehrerinnen sind nicht per se ausgeschlossen. Und die Menschen, also unter spirituellen Freundschaften fallen die, die mit uns einen Weg gehen. Und damit hat sich's eigentlich. Und die Liebesbeziehungen bekommen keine extra Schublade. Das, was bei uns seit dem Mittelalter so zentral ist, alle Dramen prägt. Alle Dramen, alle Literatur, ganz Großteil der Musik prägt die große, einzige Liebe. Obwohl die Idee ist natürlich alt, die gab es schon bei den Griechen, dass wir halbe Portionen sind, die durchs Universum schwirren, ewig auf der Suche nach der Prinzessin oder dem Prinzen mit den goldenen Haaren auf dem weißen Pferd. Und wenn wir sie gefunden haben, dann hat unser Leben erst einmal Sinn. Die Auffassung habe ich in Asien nirgendwo gefunden. Im vorderen Orient findet man sie in der arabischen Literatur, aber das ist sozusagen vorderer Orient und ich denke, das ist auch unsere kulturelle Heimat eher. Bei den Griechen ist das Bild da, in Asien ist das überhaupt nicht da. Fand ich auch interessant. Ja, Beziehungen. Wenig gesprochen wird in der Literatur, in der buddhistischen Literatur, über die sozialen Konditionierungen, die uns geneigt machen, Beziehungen so oder so anzugehen. Da ist es in Asien wie in Europa, wenn über irgendetwas gesprochen wird, dann beschreibt man das vom Standpunkt des Mannes. Ken Wilber, einige von Ihnen kennen diesen Autor sicher, hat in einem hellsichtigen Moment im Beginn eines Kapitels in seinem Buch Halbzeit der Evolution, oder war das das Atman-Projekt, weiß nicht mehr genau, schrieb er, und ich werde jetzt die psychologische Entwicklung des Menschen in den letzten 3000 Jahren vorstellen, and as it is customary to do, I will do it with the male person. Und wie das üblich ist, werde ich das am Beispiel des Mannes tun. Das war der einzige Satz im ganzen Buch, wo er mal das Geschlecht reflektiert hat, dann ist es ihm wieder abhanden gekommen. Aber immerhin, er hat es einmal gemerkt, was er macht. Das zeichnet ihn aus vor vielen anderen Autoren, die es nicht mal merken, sondern sie denken, sie reden immer über die Menschen und eigentlich reden sie immer nur über die Männer. Ja, und das ist eine Arbeit, die ist letztlich unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe, die wir hier sitzen, die wir hier im Westen leben und uns nach vielen Aufs und Abs in der Geschichte mal wieder das Recht auf eine Stimme erobert haben, dass wir darüber reflektieren, wie wir konditioniert werden auf Beziehungen. Und da finde ich jetzt als konzeptionelles System den Buddhismus wieder sehr hilfreich, weil er da sagt, alle sozialen Rollen, alles was es gibt, entwickelt sich aufgrund bestimmter Bedingungen, dann ist es für eine Weile so
Und wenn die Bedingungen sich ändern, verändert es sich auch. Es gibt also in dem Sinne weder die Frau noch den Mann an sich, die natürliche Frau und damit auch keine, ja, und damit auch eine unnatürliche Frau. Es gibt nicht den natürlichen Mann und den unnatürlichen Mann, sondern es gibt Rollen, die wir lernen in einer bestimmten historischen Situation, die uns konditionieren auf bestimmte Arten von Beziehungen. Gut, das als Hintergrund vom Westen her gedacht. Ja, was können wir nehmen aus der buddhistischen Tradition, um uns zu orientieren hier in unseren Beziehungen, wo es Probleme gibt, Glückserfahrungen und viele, viele unerfüllte Sehnsüchte. Ja, es wird gesagt, abgesehen jetzt von den Kategorien, die ich vorhin erwähnt habe, von Beziehungen, also familiäre, karmisch stark geprägte Beziehungen, Beziehungen, in denen wir lernen, vor allen Dingen etwas über den spirituellen Weg lernen, Beziehungen zu den Menschen, mit denen wir lernen, gibt es in der buddhistischen Tradition eigentlich nur zwei große Richtungen. Sie sagen, es gibt Beziehungen, die sind von Gier, Abneigung und Verwirrung geprägt. Und es gibt Beziehungen, die sind von Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut geprägt. Die große Unterscheidung. Und die einen Beziehungen, die tun weh, und die anderen Beziehungen tun gut. Und ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, dass wir uns mal anschauen an diesem Wochenende, ob wir mit diesen Kategorien etwas anfangen können, wenn wir in dem Licht mal unsere Beziehungen anschauen. Also schauen, welche unserer Beziehungen sind von haben wollen, Anhaftung, Verlangen, ich will etwas von dir geprägt, von Abwehr, das will ich nicht, damit will ich nichts zu tun haben, von Ignoranz, von Wegschauen, von Verdrängen, damit befasse ich mich lieber nicht. Nein, das will ich nicht sehen, damit will ich nichts zu tun haben. Und inwieweit sind unsere Beziehungen geprägt von einer Haltung der Offenheit und des Wohlwollens? Die Tradition definiert da Liebe ganz anders als wir. Und vielleicht kann ich das an diesen beiden großen emotionalen Zuständen, in denen wir uns befinden manchmal, zwischen denen wir schwanken, ein bisschen verdeutlichen. Ich nehme das einfach mal als exemplarisches Beispiel. Also, Sie können jetzt mal an eine Beziehung denken, die wichtig für Sie ist, aber nicht aus dem allerengsten Kreis. Also nicht die große Liebe oder die große Katastrophe im Augenblick, sondern so eine Beziehung aus dem Mittelfeld. Das ist übrigens eine grundsätzliche Empfehlung, die buddhistische Tradition gibt, wenn wir Übungen machen, wo wir über unser Leben nachdenken, sollten wir uns nicht die kompliziertesten Probleme gleich zu Anfang vornehmen. Da sind wir nämlich so verwickelt, so engagiert, so identifiziert, dass wir jeden klaren Blick verlieren und sozusagen nur in unseren alten Denkmustern bleiben und die einfach nur grüblerisch, zwanghaft wiederholen. Es wird empfohlen, wenn wir eine Übung machen, erstmal so ein mittleres Problem immer zu nehmen, denn da sind wir distanziert genug, um etwas wahrnehmen zu können. Zu weit weg soll das auch nicht sein, sonst sind wir zu wenig interessiert, um wirklich hinzuschauen. Also meine Bitte an Sie, denken Sie vielleicht jetzt mal an eine Person, die zu Ihrem Leben gehört, sagen wir mal im zweiten Glied. Es kann eine nette Nachbarin sein oder ein Kollege oder eine Kollegin, mit denen Sie etwas verbindet, aber nicht zu besetzt. Und nehmen Sie erstmal eine Person, die Sie eigentlich sympathisch finden. Das wird auch immer geraten. Mit den Beziehungen, die nicht negativ besetzt sind, anzufangen. Gut,
vielleicht einfach eine Person. Und die können jetzt sozusagen neben sich setzen und wenn ich jetzt etwas sage über Beziehungen, an die Person denken und an ihre Beziehung zu dieser Person. Es wird ja gesagt, es gibt Elemente der Anhaftung in unseren Beziehungen und Elemente der Liebe. Das muss man natürlich definieren, was Liebe ist, sonst verstehen wir alle was sehr Unterschiedliches darunter. Und die buddhistische Tradition ist da sehr einfach. Sie sagt, Liebe ist der Wunsch, mögest, also wenn es jetzt eine Beziehung zu einer anderen, also Liebe zu einer anderen Person ist, Liebe ist der Wunsch, mögest du glücklich sein. Punkt. Und nicht, ich will, dass du das und das und das und das und jenes für mich bist. Ich will, dass du mir dies und das und jenes gibst. Sondern, wenn wir uns selbst lieben, ist das der Wunsch, möge ich glücklich sein. Und nicht, ich soll aber so sein und so müsste ich sein. Und wenn ich wirklich gut wäre, dann wäre ich so. Nicht die Projektion eines Idealbildes, woran wir dann festhalten. Das hat nichts mit Liebe zu tun, sagen sie. Sondern Liebe ist der Wunsch, möge ich, mögest du glücklich sein. Punkt. Anhaftung, festhalten, haben wollen. Das ist diese andere Tendenz, die wir haben. Und ich kann jetzt mal die beiden, Anhaftung und Liebe, nebeneinander stellen und sie unter bestimmten Aspekten mal untersuchen. Und da denke ich, werden wir einiges wiederfinden von dem, was in uns ist. Es heißt da, Liebe, dieser Wunsch, möge ich, mögest du glücklich sein. Jetzt mal, mögest du glücklich sein, auf diese Person bezogen, die wir da kennen. Entsteht aus innerem Reichtum, aus einem Gefühl des Wohlbefindens, dass es geht mir gut, aus einem Gefühl des Überflusses. Und sie sagen, nur aus diesem Gefühl heraus kann überhaupt Liebe entstehen. Wenn in mir ein Loch ist, die große Leere mit zwei E in mir, das Gefühl, ich bin nur halb, eine halbe Portion, ich bin ein Nichts oder ich bin ganz wenig oder ich bin unvollständig. Ich bin nicht recht so, wie ich bin. Aus diesem Gefühl des Mangels kann nur Anhaftung entstehen. Aus diesem Gefühl des Mangels fällt dann der Blick in die Außenwelt und projiziert sozusagen Bilder auf andere. Und wer diesen Mangel auszugleichen scheint, an die Person klammern wir uns dann. An die Person halten wir dann fest und versuchen sie heranzuziehen an uns, damit wir Wert bekommen. Das war der erste Punkt, wo sie sich unterscheiden. Anhaftung, klammern, festhalten, entsteht aus dem inneren Mangel, aus dem Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und Liebe entsteht aus dem Wunsch, aus dem inneren Reichtum und sagt, mit dir will ich was teilen. Ich möchte, dass dir auch gut geht. Ich möchte, dass du glücklich bist. Und wir kennen alle diese Momente, vermutlich weniger in Liebesbeziehungen, eher in alten Freundschaften, vielleicht manchmal am Anfang. Naja, weiß nicht. Auch bei guten alten Beziehungen, also Beziehungen, die sozusagen über die Kinderkrankheiten hinaus sind, über diese große Illusionsphase hinaus sind, wo man zusammen auch was erlebt hat, auch vielleicht durchlitten hat und beieinander geblieben ist. Da gibt es solche Momente, ich möchte einfach, dass du glücklich bist. Ich möchte, dass dir gut geht. Aus tiefstem Herzen wünsche ich mir das. Gut. Das war erst der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist uns sicher sehr, sehr geläufig auch. Sie sagen, Liebe hat einen ganz realistischen Blick. Die Augen der Liebe können die andere Person so sehen, wie sie ist. Mit Stärken, mit Schwächen und mit der Möglichkeit der Veränderung. Das ist der Blick der Liebe. Und der Blick der Anhaftung? Du bist nur wunderbar.
Und du bist die Königin oder der König meines Herzens. Und ich baue dir jetzt einen großen Thron. Und darauf ruhst du und du bist einfach perfekt. Du bist wunderbar und du hast keinen Fehler. Wehe, du hast einen Fehler. Dann wird gleich der dritte Unterschied sichtbar. Also ich denke, wir kennen das alle. Und der Tipp wäre, wann immer Sie denken, du bist einfach wunderbar, ohne Fehl und Tadel, da muss die rote Lampe aufgehen. Achtung, Projektion, Achtung, Fantasie. Und das Interessante ist ja, je größer unser innerer Mangel, desto stärker die Neigung, das Wunderbare und den Wert auf die andere Person zu projizieren. Und ich denke, das ist einer der Mechanismen, warum Frauen, so viele Frauen, die Männer so auf den Thron stellen. Weil sehr viele Frauen kein wirkliches Selbstbewusstsein haben, keinen klaren, spürbaren Selbstwert, kein Gefühl der Kompetenz, ich bin in Ordnung, ich bin wertvoll, es ist gut, dass es mich gibt. Und aus dem Inneren, wenn sie das nicht spüren, ist natürlich die Neigung, das Gute auf die andere Person zu projizieren, groß. Und leider, also ich weiß nicht, ob proportional reicht, ich glaube, das ist exponentiell, das Verhältnis. Also je geringer mein Selbstwert, desto, ich glaube, hoch 10 ist die Neigung, das Gute auf andere zu projizieren. Ja gut, dann haben wir die Phase der Sockelwirtschaft. Ja. Throne werden gebaut, dieses wunderbare Wesen sitzt auf dem Thron. Ja gut, das geht eine Weile und irgendwann tritt natürlich hinter diesem Bild die ganz normale menschliche Person hervor. Wir alle haben Stärken, wir haben Schwächen, wir haben Eigenheiten, wir haben alle Biografien, die wir nicht ganz unbeschadet überstanden haben. Klar, das Leben ist halt wie es ist, etwas gemischt. Ja, dann tritt die Person mit Fehlern und Schwächen hinter diesem wunderbaren Bild hervor und dann nimmt die Zuneigung plötzlich ab. Und manchmal kippt sie um in Abneigung. Und die Buddhisten sagen, das ist nicht das große Spiel von Liebe und Hass, das ist das große Spiel von Anhaftung und Hass. Das sind die Geschwister, sagen die Buddhisten. Liebe verwandelt sich nie in Hass. Liebe entsteht aus dem Wunsch, aus innerem Reichtum, aus dem Wunsch, mögest du glücklich sein. Anhaftung aus diesem inneren Mangel, projiziert riesige Bilder. Und wenn man dann die Realität plötzlich sieht, meist in einem Schock, wenn die Person plötzlich etwas tut, was wir nie erwartet hätten von ihr. Nie. Das sieht ihr überhaupt nicht ähnlich. So warst du früher nie. Dann nimm die Zuneigung ab. Das ist auch ein Kriterium. Wenn wir merken, dass die Zuneigung zu einer Person plötzlich exponentiell abnimmt, je mehr wir sie mitkriegen, sollte auch eine rote Lampe aufgehen. Achtung, Projektion am Werke. Nicht die andere Person wird plötzlich immer komischer, sondern meine Projektion hält der Wirklichkeit nicht mehr stand. Tja, und damit wären wir beim vierten Unterschied angelangt. In nichts zu überbieten, in der Deutlichkeit, wenn es um Liebe geht, geht es uns gut. Wenn es um Anhaftung geht, leiden wir. Also, der Vorschlag, wir können eine Beziehung einmal unter diesen 4 Gesichtspunkten anschauen. Wie war das am Anfang? Aus welchem Gefühl heraus ist die Beziehung entstanden? Ging es mir damals gut? War ich lebendig, selbstbewusst bei mir? Fühlte ich mich verloren, halb, unfertig, unerfüllt, unwert, bis dann diese Beziehung anfing? Wie hoch war der Thron in der ersten Zeit, in den ersten Monaten?
Wie tief war der Fall? Ist der Fall in der Zeit, in der wir mehr von der Person mitkriegen? Und jetzt mal unterm Strich, wie geht's mir eigentlich in dieser Beziehung? Fühle ich mich wohl, wenn wir zusammen sind? Fühle ich mich genährt, inspiriert, geborgen, lebendig? Was auch immer jetzt unsere Kriterien für Wohlbefinden sind, das ist ja auch unterschiedlich, auch in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich. Wie geht's mir eigentlich in der Beziehung? Das heißt jetzt nicht, es wird bei uns im Westen sehr oft missverstanden, aha, Liebe ist angesagt, Anhaftung ist böse, bin ich ein schlechter Mensch, alle meine Beziehungen sind von dem Gefühl des inneren Mangels, der Übertreibung, der Projektion, des Nachlassens von Zuneigung und eigentlich auch sehr häufig von Leiden geprägt. Bin ich ein schlechter Mensch? Ich bin einfach unfähig zur Liebe. Das ist nicht der Sinn dieser Beschreibungen. Der Sinn dieser Beschreibung ist eher, uns ein Handwerkszeug zu geben, wo wir mal schauen können, wie es uns eigentlich geht. Und ich möchte da eine meiner Lieblingslehrerinnen aus der buddhistischen Tradition zitieren, Aya Khema, eine Berliner Schnauze, 72 Jahre alt inzwischen, die die unglaubliche Fähigkeit hat, sehr komplexe Sachverhalte auf einen sehr praktischen Punkt zu bringen, in dieser etwas schnoddrigen Berliner Art. Und sie sagt, die Umwelt ist ein Spiegel, kein Fenster. Das heißt, wenn wir andere sehen, wenn wir unsere Beziehungen angucken, sagt sie, das ist kein Fenster, durch das wir da gucken und die anderen sehen. Das ist ein Spiegel. Ja, was sehen wir, wenn wir in den Spiegel gucken? In den Spiegel unserer Beziehungen. Was sehen wir da? Das ist interessant. Das ist eine wunderbare Übung, die wir auch morgen machen werden, dass wir mal eine Beziehung oder zwei Beziehungen anschauen unter der Fragestellung, was sehe ich im Spiegel dieser oder jener Beziehung? Wiederum ist die Implikation dieser Aussage nicht, oh Gott, was sehe ich da Schreckliches, ich bin ein schlechter Mensch. Das ist nicht der Sinn. Der Sinn dieser Übung, die anderen, die Umwelt als Spiegel zu sehen, steht darin, uns zu sehen. Denn, das wissen wir alle von der Therapie, was ich nicht sehen kann, mit dem kann ich nicht arbeiten. Ich meine, das ist nicht nur in der Therapie so, ist im Haushalt genauso. Wenn ich den schmutzigen Teller nicht sehe, kann ich nicht mit ihm arbeiten. Es ist mit dem ganzen Leben so. Was ich nicht sehe, mit dem kann ich nichts anfangen. Damit kann ich nicht lernen, kreativ umzugehen. Und damit wären wir beim zweiten Thema dieses Wochenendes. Das ist, also passt wunderbar zusammen. Bei den Schmerzen, die wir haben in unseren Beziehungen, nehme ich an. Denn was ist Arbeit? Das sind Beziehungen, letztlich. Was ist alles, was unser Leben ausmacht? Es sind letztlich immer Beziehungen, selbst wenn es um große Projekte geht. Also selbst wenn wir Bücher schreiben oder Häuser bauen oder es geht immer auch um Menschen, mit denen wir das zusammen machen, von denen wir etwas lernen, denen wir etwas beibringen, im Kontext mit denen arbeiten wir. Ja, und da leiden wir. Und wir leiden nicht nur aktuell, wir haben natürlich auch aktuell Freude. Das soll jetzt nicht abgestritten werden, aber damit haben wir nicht so ein Problem. Von daher müssen wir da nicht so, das müssen wir nicht so ins Zentrum des Kurses stellen, obwohl das Umgehen mit Glück auch ein sehr interessanter Punkt ist. Das werden wir am Rande ein bisschen streifen. Also in Beziehungen leiden wir auch. Und ich denke, wir haben alle genug Psychologie und Soziologie und natürlich Eltern und so weiter mitgekriegt, um der Auffassung zu sein, dass wir durch die Beziehungen, die wir in den ersten Jahren
erlebt haben, mehr oder weniger stark geprägt sind. Ja, es gibt ja Psychologen, Psychoanalytiker, die sagen, in den ersten 6 Jahren ist alles gelaufen. Der Rest ist Wiederholung. Es gibt soziologische Schulen, die sagen, tja, was man bis 6, 7 bis 10 erlebt hat an sozialen Rollen, das ist das, was man reproduzieren kann im späteren Leben. Oder was sie heute so sagen, den materiellen Standard, den wir bis 15, 16, 18 erlebt haben, das ist für uns der materielle Standard und dahinter zurückzufallen, ist tiefes Leid. Gut, wir kennen alle diese Auffassungen, denke ich, und wir hängen der einen oder der anderen etwas mehr an. Wir haben alle unsere Vorstellungen, was uns geprägt hat an Beziehungen, an Vorbildern in der frühen Jugend. Und ich denke, dass viele von uns die Ursache für unsere heutigen Beziehungsprobleme in diesen früheren Beziehungen sehen, nehme ich mal an, dass wir alle mit diesem Gedankengut mehr oder weniger vertraut sind und das eine oder andere stärker glauben auch. Ja, gucken wir uns nochmal den Begriff nochmal an. Alte Wunden heilen, so habe ich das genannt. Ich habe mir genau überlegt, warum ich das so nenne. Es geht um was, was weh tut, das sind die Wunden. Es geht um etwas, was wir mit uns herumtragen, das Alte, unser Rucksack. Und es geht um die Hoffnung, das Heilen. Alte Wunden heilen. Und um Wunden heilen zu können, seien sie nun neu oder alt, müssen wir sie wahrnehmen. Wir müssen sie sehen. Und das heißt es auch, so wird es auch gesagt in der ersten Lehrrede, die der Buddha hielt, Leben ist auch Leiden. Manche europäische Übersetzer haben das so verstanden, Leben ist nur Leiden. Und ich vermute mal, dass es stark auch christlich geprägte Übersetzer waren, die Geschichte vom Jammertal, das Leben ist ein Jammertal, im Kopf hatten, im Herzen hatten und dann natürlich, als sie hörten, der Buddha redet von Leiden. Klar, der sagt das Gleiche wie wir auch, alles Leben ist Leiden. Und dann haben sie aufgehört zuzuhören. Es sind noch 3 edle Wahrheiten, die was anderes sagen. Aber die erste edle Wahrheit sagt, es gibt Leiden. Und die Aufgabe, die damit verbunden ist, ist die, Leiden wahrnehmen, spüren, anschauen, erleben und nicht weglaufen. Nicht verdrängen, nicht wegrationalisieren, nicht dramatisieren, nicht herunterspielen, sondern wahrnehmen, angucken, spüren. Und das Interessante ist, das kennen wir auch, denke ich, alle, wenn wir uns auf bestimmte Schmerzen einlassen, sie wirklich spüren, sind sie plötzlich nicht mehr so groß, als sie waren, als wir nur über sie nachgedacht haben oder uns vor ihnen gefürchtet haben. Denn unser Verstand ist ja unglaublich. Ein unglaublicher Zauberkünstler, sagt Ayakema immer. Der kann sich einfach alles vorstellen. Vor allen Dingen ganz viel Unsinn. Und eine unserer Tendenzen ist, alles zu dramatisieren. Je weniger wert wir uns fühlen, desto mehr müssen wir alles zu Drama machen, dass es wenigstens dramatisch ist, das Leben. Und so machen wir wirklich aus jeder Mücke von Leiden einen Elefanten. Und die Buddhisten nennen es in ihrer Pragmatik überflüssiges Leiden. Und sie sagen, etwa 90% unseres Leidens ist überflüssig. Und der erste Schritt oder die ersten Schritte auf dem spirituellen Weg, dem Buddhismus zufolge, die ersten Schritte bestehen darin, das Leiden, was wir erleben, anzugucken und zu realisieren, dass 90% überflüssig sind. Und ich denke, selbst wenn wir nicht weitergehen bis zur Erleuchtung oder zur Befreiung oder so, ich denke, 90% des Leidens loslassen zu können, das wäre doch schon also sehr inspirierend. Vielleicht sind es auch 95%, auf alle Fälle ganz viel. Aber das entdecken wir nur, wenn wir das Leiden, was wir erleben, anschauen.
wenn wir nicht weglaufen, es nicht wegrationalisieren, das ist eine sehr beliebte Methode heutzutage, wegerklären. Und eine Art des Wegerklärens ist, die Ursache draußen zu belassen, nach draußen zu projizieren, wegschieben. Verdrängen ist sehr beliebt, also gar nicht hingucken, in der Hoffnung, dass wenn wir alles unter den Teppich kehren, dann niemand drunter guckt. Und leider wird dann der Teppich so ein bisschen bäulig und dann fallen wir dauernd hin. Das funktioniert nicht. Also der Vorschlag, wenn du leidest, schau dir es an. Schau dir dein Leiden an. Und dann wirst du die Ursache des Leids, zweite edle Wahrheit, erkennen. Nicht gleich hundertprozentig, aber mehr und mehr ahnen. Und da zitiere ich wieder Ayakema. Also es gibt zwei Persönlichkeiten in der buddhistischen Tradition, die unglaublich fähig sind, waren, komplexe Inhalte in Übung umzusetzen, ganz praktische Übungen. Das eine war Lama Thupten Jeshe, mein tibetischer Lehrer, und die zweite Person Ayakema. Faszinierend. Ayakema fasst die zweite edle Wahrheit zusammen, die Ursache von Leiden. Ich meine, das ist die große Frage. Generationen von Philosophen haben sich denn um Kopf und Kragen gedacht und geredet, um diese Frage zu lösen. Und Heerscharen von Psychologen und Psychoanalytikern und so weiter, Soziologen, Politiker, Politikerinnen, alle, denken sich müde und krank, um diese Frage zu klären, die Ursache von Leiden. Und der Buddha hat aufgrund seiner eigenen Erfahrung, ich zitiere jetzt die Interpretation von Ayakema, entdeckt, die Ursache von Leiden ist Verlangen. Aber was für ein Verlangen? Ist Wünschen. Was für ein Wünschen? Darf ich mir jetzt nichts mehr wünschen? Darf ich nichts mehr wollen? Nein. Die Ursache von Leiden ist der Wunsch, es möge anders sein, als es ist. Bezogen auf uns als Person. Die Ursache von Leiden ist der Wunsch, ich möchte eine andere sein als die, die ich bin. Jetzt, im Moment. Und wenn wir das in der sehr klaren und knappen Formulierung anschauen, dann liegt es auf der Hand, dass es nicht funktioniert. Ich will jetzt eine andere sein als die, ich bin. Ich will klüger sein, ich will kräftiger sein, ich will dünner sein, ich will intellektueller sein, ich will emotionaler sein, ich will geschickter sein, geduldiger, temperamentvoller, ratatatatatatam. Ich denke, wir haben alle unsere Liste von Bildern, von der, die wir gerne sein wollen. Vor allen Dingen, die wir lieber sein wollen, als die, die wir gerade sind. Das kann man dann noch ein bisschen schärfer formulieren. Es ist der Wunsch, überhaupt jemand sein zu wollen. Also nicht zufrieden zu sein damit, dass in jedem Augenblick passiert sowieso was. Es gibt Empfindungen. Es gibt Wahrnehmungen, Sinneswahrnehmungen, es gibt Gedanken, es gibt Urteile, es gibt Intuitionen, es ist unablässig sowieso was los. Es ist nicht Stillstand, es ist nicht Sendepause. Da ist immer was da. Es ist immer ein Prozess da. Aber offensichtlich reicht uns nicht aus, dass da ein Prozess ist. Dass wir jeden Augenblick eine andere sind. Dass wir uns jeden Augenblick anders verhalten. Nein, ich will jemand sein. Ein Ich, eine Persönlichkeit, die so und so und so und so ist. Und da können wir jetzt das erinnern, was ich zuvor über Liebe und Anhaften, die Quelle von beiden, gesagt habe. Sie sagen, wenn ein Gefühl von Unwert da ist, dann ist der Wunsch da, ich möchte jemand sein, die wertvoll ist, die geschickt ist, die intelligent ist, und zwar immer. Und die immer schön ist, und die immer entspannt ist, und die immer klug ist, und die immer emotional ist, und die immer, was auch immer, friedlich und temperamentvoll. Es ist absurd. Ich meine, wenn man das mal durchdenkt, es ist nur absurd. Und deswegen leiden wir, weil es absurd ist, was wir da wollen. Ja, also die Ursache von Leiden. Ich will
dass es anders ist, als es ist. Und zwar jetzt. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, gut, die Situation ist sehr verfahren im Augenblick. Ich habe jetzt eine Arbeit vor mir, wo ich noch nicht richtig weiß, wie ich die machen soll. Gut, und jetzt bin ich hier und ich bin jetzt müde und ich bin unausgeschlafen und ich bin etwas unkonzentriert. Ich will aber jetzt diese Arbeit fertig machen. Ich will aber jetzt, dass ich anders bin, damit ich diese Arbeit machen kann. Das kann nur zu Leiden führen. Es ist etwas anderes, wenn wir sagen, ich bin jetzt müde, ich bin jetzt unkonzentriert, ich sollte diese Arbeit machen. Gut, dann mache ich jetzt ein Schläfchen. Ich mache jetzt was, was mich entspannt, was mich inspiriert, was mir Kraft gibt. Und dann gehe ich mit allen Kräften, mit allen Sinnen, die ich habe, an diese Arbeit heran und dann mache ich sie. So gut ich es kann. Ich tue mein Bestes, mein Bestes. Und nicht das objektiv Beste, was jemals in dieser Welt als objektiv bester Standard erreicht wurde. Sondern ich tue mein Bestes, wo meine ganze Biografie eingeht, wo mein ganzes Umfeld, in dem ich im Augenblick lebe, und da gehören vielleicht Kinder, die krank sind, eine Nachbarin, die immer Krach macht und was weiß ich was, Schlafstörungen und nervöser Magen und was weiß ich was, alles gehört dazu. Schwierige Kolleginnen oder Kollegen, ein chaotischer Tagesablauf, was auch immer, das gehört alles dazu. Und unter diesen Bedingungen tue ich mein Bestes. Das ist was anderes, als zu sagen, das muss ich machen, das ist mein Ideal, ich möchte jetzt eine andere sein als die, die ich jetzt bin. Ich möchte, dass die Situation, die eben so chaotisch oder vielfältig ist, wie ich sie gerade beschrieben habe, eine andere ist, als sie ist. Ich möchte nämlich jetzt den Wald saugen und die Wiese vor meinem Fenster haben. Dann könnte ich die Arbeit ganz fantastisch machen. Das was? Verstehen Sie den Unterschied zwischen ich will, dass es anders ist, als es jetzt ist? Das erzeugt einen unglaublichen Druck. Das ist der Druck, unter dem wir ständig stehen. Wir wollen also nicht die Situation, in der wir jetzt im Augenblick sind, realistisch sehen mit diesen 35 dauernd sich verändernden Faktoren, mit unserer unvollkommenen Lebenssituation, mit unseren ganz konkreten Befindlichkeiten, Gewordenheiten, Stärken und Schwächen. Das wollen wir nicht sehen. Und deswegen bauen wir uns ein Riesenideal, wie es sein sollte. Und dann sind wir enttäuscht, wenn das natürlich nicht funktioniert. Also, Leiden findet statt. Die Ursache ist das Wollen, es möge anders sein, als es ist. Ich will eine andere sein, als die ich bin. Ich will jemand sein. Ja. Das ist erst die zweite edle Wahrheit. Und die Empfehlung, die damit verbunden ist, wann immer du das merkst, ich will eine andere sein, als die ich bin. Ich will, dass es anders ist, als es ist. Loslassen. Diese Vorstellung loslassen. Aber dazu müssen wir sie erstmal merken. Und vor dem Loslassen kommt das Wahrnehmen. Also Leiden wahrnehmen, wahrnehmen, was die Ursache von Leiden ist. Und das heißt, wir müssen das immer wieder sinnlich mit Haut und Haaren spüren. Ich leide jetzt, weil ich es anders haben will, als es ist. Ich leide im Augenblick, weil ich eine andere sein will, als die, die ich bin. Das müssen wir immer wieder in einer völligen Nacktheit und Klarheit und Direktheit erleben. Das sind diese Einsichten, die kommen auf dem spirituellen Weg. Das sind nicht immer Lichtgestalten, ich glaube selten, dass es Lichtgestalten sind, und irgendwelche wunderbaren kosmischen Eins-Erfahrungen, Einsichten, so wie ich das in der buddhistischen Tradition gelernt habe, sind Momente. Oh, was ist denn das für eine, was für ein Muster, was jetzt wieder abläuft? Was mache ich denn jetzt wieder? Wo bin ich denn jetzt wieder mit meinen Vorstellungen? Was projiziere ich denn jetzt wieder? Was für ein seltsames Bild habe ich denn jetzt wieder von mir? Das sind Einsichten. Und die bringen Glück. Denn das Interessante ist, das ist das Schöne an der Achtsamkeit, an dem Wahrnehmen. Wenn man das anfängt wahrzunehmen und immer häufiger wahrnimmt, dann wird einem die Absurdität dieser Mechanismen so deutlich, dass man irgendwann drüber lachen muss.
Man reagiert zwar immer noch so, aber es ist irgendwie, es ist so albern. Es ist so absurd, dass wir das nicht mehr ungebrochen durchziehen können. Und dann sagen sie, entsteht der kosmische Humor. Dann wird's Leben lustig. Ich meine nicht unbedingt durchgängig. Aber dann fallen einige Arten von Leiden weg. Vor allen Dingen die Leiden dieses Bierernstes, der vor allen Dingen bei uns Deutschen sehr verbreitet ist. Das Leben ist so kompliziert. Und ich muss erst alle Probleme mit dir geklärt haben, bevor wir anfangen können, wirklich zu leben. Das macht man dann nicht mehr. Das ist so absurd. Denn Probleme wird es immer geben, weil die Menschen verschieden sind. Und weil wir unterschiedliche Vorerfahrungen haben, unterschiedliche Erwartungen. Das ist so. Und dann merkt man, aha, da läuft ein Mechanismus. Du hast Erwartungen, ich habe Erwartungen. Und die sind einfach unterschiedlich. So, und nun? Gut, dann kommt die dritte edle Wahrheit. Wenn es uns mal gelingt, für eine Sekunde diesen Wunsch, ich möchte eine andere sein als die, die ich bin, ich möchte es anders haben, als es ist, für eine Sekunde loszulassen. Es gelingt manchmal in Sternstunden. Ganz zufällig, als Geschenk. Eine Sternsekunde, eine Sternsplitzsekunde. Ja? Das ist ein Moment von Freiheit. Und sie sagen, dritte edle Wahrheit, Freiheit ist möglich. Es gibt Zustände, wo wir nicht unter dem Diktat dieser Erwartungen stehen. Und da bin ich wiederum Ayakema dankbar, die sagt, am Anfang sind es ganz kurze Momente. Das hält keine halbe Stunde an, die Erleuchtungserfahrung, das große kosmische Erlebnis. Das sind am Anfang ganz kleine Splitsekunden in der Meditation, wo ich plötzlich für eine Sekunde keine Sorgen habe, dass ich nicht richtig sitzen kann, dass ich nicht richtig auf meinen Atem achten kann, dass mir das sowieso alles zu kompliziert ist, dass ich lieber was anderes machen würde, sondern wo ich einfach wo ich einfach da sitzen kann oder meinetwegen auch liegen kann. Aber sagen wir mal, da sitzen und für eine Sekunde habe ich keinen Wunsch, anders zu sein. Etwas anderes zu machen, als das, was ich jetzt gerade tue, nämlich sitzen und atmen. Fertig. Und das ist ein Moment von Freiheit. Und diese Erfahrungen geben uns einen Vorgeschmack auf das, was damit gemeint ist, mit Befreiung. Es gibt natürlich auch andere Momente, das kennen wir auch von, manchmal sind es Naturerfahrungen. Manchmal sind es Momente der Selbstvergessenheit, wenn wir etwas mit Freude tun. Etwas, wo wir mit dem Herzen bei der Sache sind. Manchmal sind es auch Schockminuten oder Schocksekunden, wo für einen Moment plötzlich alle Konzepte sich auflösen. Wir haben alle unterschiedliche Sternsekunden. Das ist auch eine Übung, die wir zusammen machen werden. In denen wir erleben, alle erlebt haben, was frei sein von Wünschen, von Sehnsüchten ist, von ich will jemand sein. Wenn wir wirklich berührt sind von einer Begegnung, von einem Sonnenuntergang, von einem Moment der Stille, der Offenheit, der Klarheit, einer Bewegung beim Tanzen, was auch immer das ist, da ist es uns nicht wichtig, wie wir heißen oder wie alt wir sind oder wie viel Kilo wir wiegen oder was für Prüfungen wir gemacht haben und ob uns jemand liebt oder nicht. Das ist in dem Moment völlig irrelevant. Da sind wir einfach da und die Welt ist in Ordnung. Das sind Momente von Freiheit. Und die Empfehlung wäre, diese Momente mindestens genauso ernst und wichtig zu nehmen, wie die anderen Erfahrungen, die wir haben. Und nicht, naja, das sind halt so Ausnahmen und eigentlich, wahrscheinlich habe ich mir da was eingebildet. Es herunterzumachen, herabzuwürdigen oder dann, naja, das war ein Geschenk und das kommt bestimmt nie wieder. Uns dann wieder auf dieses Podest
auf dieses Podest zu heben von den unerreichbaren Glücksstunden im Leben, so in die Schublade der Sehnsüchte, die man sowieso nicht erfüllen kann, zu packen, sondern die Übungsanleitung oder die Empfehlung wäre, schau genau, was für Faktoren bei solchen Sternstunden für dich mitspielen oder Sternsekunden. Was ist es für dich persönlich? Ist es Ruhe, Bewegung, draußen, drinnen, Natur, Alleinsein, Zusammensein, Ungewöhnliches, Vertrautes? Was ist es, was da mitspielt? Bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Orte. Was ist es, was da bei dir mitspielt? Und kannst du was tun von deiner Seite her, um diese Momente zu fördern oder lassen? Sehr häufig ist es auch, kannst du etwas lassen, was sich daran hindert? Kannst du was tun? Und dann ist das zu unserer Aufgabe, sagen sie auf dem spirituellen Weg, dann auch dafür zu sorgen, dass wir zumindest die Bedingungen dafür schaffen, dass wir Dinge tun oder lassen, die das fördern. Ja, und dann gibt's noch eine vierte edle Wahrheit. Also, es gibt Leiden, wenn Leiden da ist, wahrnehmen, nicht weglaufen, nicht erklären, wahrnehmen. Gute Übung, sehr gute Übung, sehr schwierig. Vor allen Dingen für uns. In Asien fällt es den Menschen etwas leichter. Aber wir wollen ja immer alles erklären und denken, dann hätten wir es verstanden. Also, Leiden wahrnehmen. Ursachen, ich will jemand anders sein, ich will, dass es anders ist. Loslassen. Für Sekunden. Ich darf es gleich wieder festhalten. Aber mal für eine Sekunde loslassen. Das ist eine wunderbare Übung. Übrigens, diese Empfehlung hilft. Ich darf ja gleich wieder festhalten. Aber jetzt lasse ich... Bei mir funktioniert das. Du darfst dir gleich wieder alles denken und analysieren und festhalten und an deine Konzepte glauben, aber lass mal für eine Sekunde los. Jetzt mal für einen Atemzug. Mal nicht überlegen, wie alles sein sollte und wie es besser wäre. Also loslassen, diese Vorstellung. Für eine Sekunde. Bis wir uns daran gewöhnt haben, das 2 Sekunden zu können. 3 Sekunden, 5 Sekunden. Dritte edle Wahrheit, es gibt Momente von Freiheit, die wahrnehmen und die erleben. Immer wieder erleben. Und dafür sorgen, dass die Bedingungen, dass sowas entstehen kann, da sind. Wir können es nicht herbeizwingen, aber wir können sozusagen die Bedingungen schaffen. Und das lernen wir im Kontext der vierten edlen Wahrheit, das ist nämlich der Weg. Es gibt einen Weg vom Leiden ins Glück. Und das ist der Weg der Heilung. Und in der Tradition sind es 8 Aspekte, die beschrieben werden. Und nur einer von den 8 ist Meditation. Und viele denken, ich muss immer, wenn ich üben will, wenn alles anders werden soll, muss ich mich immer aufs Kissen setzen. Das kann ich nicht. Also kann ich den spirituellen Weg nicht gehen. Ich finde es sehr, sehr hilfreich. Ist doch, wird doch bei uns so gedacht, nicht? Also man denkt, Meditation oder Praxis, Übung, spirituelle Übung ist Sitzen. Ich kann das körperlich nicht, also kann ich den spirituellen Weg nicht gehen. Es ist einer von 8 Aspekten, und zwar jetzt in dieser normalen, traditionellen Auflistung, der letzte Punkt. Das wird zwar nicht als chronologische Abfolge verstanden, sondern eher als Kreis. Sie alle kennen das Lebensrad, nicht das Lebensrad, sondern das buddhistische Rad mit den 8 Speichen. Und eine Erklärung ist, dass das die 8 Aspekte des geistigen Weges sind. Und da gehören Sachen dazu wie Einsicht, dass man ein bisschen Ahnung hat, auch konzeptionell erstmal, um was es geht. Zum Beispiel die Umwelt ist ein Spiegel. Und kein Fenster. Es wäre eine Einsicht, die hilfreich ist. Oder es gibt einen Unterschied zwischen Liebe und Anhaften. Das eine entsteht aus Reichtum, aus Innerem, das andere aus Mangel. Das wären Einsichten, die helfen. Es geht um Einstellung. Wie will ich etwas? Oder wie mache ich? Wie mache ich etwas? Wie verhalte ich mich anderen gegenüber? Ist es eben mit dieser Haltung, ich möchte, dass es dir gut geht? Oder ist es die Haltung, ich will jetzt was von dir. Ich will, dass du eine Funktion für mich erfüllst. Und zwar die und jene. Ich brauche dich
so und so und so. Das sagen wir natürlich nicht so. Aber wir meinen das eigentlich. Ich liebe dich, wenn du das und das und das und das für mich bist. Und das nennt man bedingte Liebe. Und die Buddhisten sagen, das ist dann keine Liebe, das ist Anhaftung, wenn es bedingt ist. Liebe ist dieses Überflussgefühl, was man verschenkt, einfach weil es einem gut geht. Das ist die unbedingte Liebe oder die bedingungslose Liebe. Und die kann man nicht erzwingen. Ich muss jetzt bedingungslos lieben können. Ich sollte jetzt bedingungslos lieben können. Funktioniert nicht. Das Einzige, was funktioniert, ist, dafür zu sorgen, dass es uns gut geht. Dass wir uns reich und wert fühlen. Dann fließt die Liebe. Ja, dann gibt es den Bereich des Verhaltens oder der Ethik. Das wäre, dass ich mich körperlich so verhalte, dass ich weder mir noch anderen schade. Klassisch nicht stehlen und nicht töten und so weiter. Andere durch Sexualität nicht verletzen, mich nicht verletzen lassen. Ich meine sexuellen Bedürfnisse. Dann gibt es den Bereich der Rede. Die einfachste Art, sagen die Buddhisten, immer schlechtes Karma zu schaffen. Die leichteste Art, sein Leben zu verplempern. Lügen, üble Nachrede, hinterm Rücken über die anderen reden, wie schwierig die sind und wie, was ich da wieder gehört habe. Und das einen Tag nicht zu tun, ist echt eine Aufgabe. Schwer. Also nicht zu lügen, keine üble Nachrede, andere nicht zu verletzen und nicht dumm rumzuschwätzen. Einfach drauf loszureden, weil die Unruhe innerlich so groß ist. Und ich glaube, da sind wir Frauen besonders gut drin. Also sagen wir mal, besonders konditioniert. Einfach drauf loszureden. Irgendwas. Damit die Leere nicht spürbar ist, die manchmal in uns da ist. Ein Wunder, also ich finde die Sila der Rede, die ethische Praxis der rechten Rede, etwas unglaublich Inspirierendes, auch was Schweres. Zum Beispiel wird gesagt, sag das, was wahr ist, sage nur das, was wahr ist, was hilfreich ist und wofür der rechte Zeitpunkt da ist. Das ist eine Übung, ein Übungsweg. Das ist kein Verhaltenskodex, wo man von der Schule verwiesen wird, wenn man das nicht befolgt. Das ist ein lebenslanger Übungsweg. Und ich finde das persönlich das schwerste Sila. Nur zu sagen, was wahr ist, was hilfreich ist. Manchmal sind Sachen ja wahr, aber wenn man sie sagt, ist überhaupt nicht hilfreich. Und selbst wenn es wahr ist und prinzipiell hilfreich wäre, dann brauchen wir den rechten Zeitpunkt, wann die andere Person uns zuhören möchte. Und wir wissen alle selber, wer von uns mag unerbetene Ratschläge, die auch noch zum falschen Zeitpunkt kommen? Niemand. Und was du nicht willst, dass man dir tue, das füge bitte keinem anderen zu und auch keiner anderen. Der Punkt bei diesen Regeln ist nicht, ab sofort muss man die einhalten, sonst wird man disqualifiziert auf dem geistigen Weg, sondern das sind Übungsregeln, die uns helfen, vom Leiden ins Glück zu gehen. Und die Versicherung ist, oder die Empfehlung ist, wenn du diese Sila der rechten Rede übst, leidest du weniger und erlebst mehr Glück. Das ist sozusagen der Kontext, in dem diese Silas empfohlen werden, diese Lebensregeln. Es macht glücklich und vermeidet Leiden. Wunderbare Übung. Ist nicht einfach, aber Lama Tupnesche hat immer gesagt, ihr seid reif für die Silas, für diese Übungen, sie wirklich zu üben, wenn ihr sagt, das finde ich gut. Ich finde es richtig gut und ich möchte da hinkommen. Und nicht, ihr seid nicht dann reif, wenn ihr sie halten könnt. Dann braucht ihr sie nicht mehr. Silas sind wie Krücken.
Wenn ihr nicht laufen könnt, wenn wir nicht laufen können, brauchen wir Krücken. So lange, bis wir alleine laufen können. Wenn man laufen kann, braucht man keine Krücken. Und Silas, ethische Regeln, sind im Verständnis des Buddhismus Krücken, die uns helfen, auf eigenen Beinen stehen zu können und uns und anderen nicht zu schaden. Gut, der Vollständigkeit halber nenne ich die anderen noch rechter Lebenserwerb, dass wir durch das, was wir arbeiten, weder uns noch anderen schaden. Und das finde ich spannend, das mal zu untersuchen. Auch mal zu untersuchen, die Fragestellung unter der Fragestellung unseren Berufsalltag. Was für Qualitäten fördert mein Beruf? Was für Qualitäten blockiert mein Beruf? Allein die beiden Fragen. Hochspannend. Und sie sagen, wenn man einen rechten Lebenserwerb hat, der unsere guten Qualitäten fördert und unsere schlechten sozusagen reduzieren hilft und der uns hilft, für uns und andere gute Bedingungen zu schaffen, das hilft auf dem spirituellen Weg, weil es Leiden vermindert und mehr Raum für Glück schafft. Also das ist immer der Kontext. Ethische Regeln sind im Verständnis des Buddhismus dazu da, Leiden zu verringern und Raum für Glück zu schaffen. Wenn unsere Art von Ethik, die wir üben, oder Moral, die wir praktizieren, dazu führt, dass Leid entsteht und immer weniger Raum für Glück da ist, weil wir auf alles verzichten, was Freude macht, weil wir denken, dann sind wir ethisch. Das ist eine falsche Praxis. Das ist verkehrt. Das ist rückwärts praktiziert, wie einer meiner Lehrer sagte. Verkehrt rum. Ja. Ja, und dann gibt es noch die wunderbare Praxis der Achtsamkeit. Das wäre der dritte Komplex. Also der erste Komplex wäre Einsicht. Einsichten und Haltung. Der zweite Komplex wäre Ethik. Körperliches Verhalten, sprachliches Verhalten, Lebenserwerb. Der dritte Komplex wäre Sammlung im weiteren Sinne. Da gehört Achtsamkeit dazu. Dann diese wunderbare Freude am Heilsamen. Und Meditation, Sammlung im engeren Sinne. Und Achtsamkeit, das ist der Punkt, mit dem ich auf den ich noch kurz eingehen will und damit den Vortrag abschließen. Achtsamkeit ist im Deutschen finde ich ein etwas ambivalentes Wort. Da steckt Achtung. Hab Acht. Da was Strenges steckt da drin. Im Englischen Mindfulness, das klingt so mental. Was damit eigentlich gemeint ist, ist spüren, wie es uns geht. Ganz praktisch. Und zwar auf der körperlichen Ebene. Wie geht's mir körperlich? Was spüre ich? Wie geht's mir emotional? Was empfinde ich? In welcher Stimmung bin ich? Was ist meine Brille, die ich trage? Bin ich eher 2 Schritte vor, 3 Schritte zurück? Oder wie heißt es? Nee, 1 Schritt vor, 2 Schritte zurück. Bin ich eher ängstlich? Ich glaube, das probiere ich lieber nicht. Das ist zu kompliziert. Ich kann das bestimmt nicht. Nee, ich glaube, das mache ich lieber nicht. Das ist mir zu schwer. Also ist eher unsere Lebenshaltung, so die Grundstimmung, eher so verhalten oder eher draufgängerisch oder eher optimistisch, pessimistisch, da gibt's genügend Bilder für. Was ist unsere Grundstimmung? Und was sind die ständigen Gedanken, die wir haben? Das ist eine hochinteressante Übung, die wir in jeder stillen Praxis auch faktisch üben. Was denke ich eigentlich den ganzen Tag? Und das mal mitzukriegen, was wir eigentlich den lieben langen Tag denken. Ich bin zu doof, ich bin zu doof, ich bin zu doof, ich bin zu doof. Was ist unser Mantra? Lama Yeshe hat immer gesagt, ihr denkt, Mantras sei asiatisch. Ihr habt alle eure Mantras. Ihr habt alle eure Lebensmantras, die sagen, das Leben ist kompliziert, das Leben ist kompliziert, das Leben ist kompliziert. Es ist alles so schwer. Es ist alles so schwer. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Ist mal hochinteressant, die eigenen Mantras mal anzugucken, mal zu registrieren, was sind diese Glaubenssysteme, die Glaubenssätze, die ich unaufhörlich repetiere. Ist mir zu langweilig, ist mir zu langweilig. Wo gibt's was Neues, wo gibt's was Neues? Wo gibt's was zu arbeiten? Wem kann ich helfen?
schön. Ich bin diesen beiden Personen unglaublich dankbar. Also Lame Jeschel, der hat es sehr viel mit Humor gemacht. Aya Kema macht es eher mit dieser Berliner Nüchternheit. Dass sie alle diese wunderbaren Lehraussagen auf ein so ganz praktisches Niveau gebracht haben, wo man auch über sich lachen muss. Ich meine, wenn man im Spiegel dieser Lehren, wenn wir uns da anschauen, ich meine, das ist doch absurd, was wir machen. Wir reden den ganzen Tag innerlich, ich bin doof, ich bin doof, ich bin doof, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Und dann glauben wir es natürlich und verhalten es entsprechend. Und dann wundern wir uns, dass wir keine Zeit haben. Und die Empfehlung der Tradition ist, du kannst dich auch anders konditionieren. Aber dazu braucht man erst die Achtsamkeit, um das zu merken. Und diese, ich habe gerade die vier Grundlagen der Achtsamkeit genannt, Körperempfindungen, emotionale Zustände, Stimmungen, diese Grundstimmung und die Gedanken, die dauernd kommen. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich merke, aha, läuft die Platte wieder, aha, läuft das Mantra wieder, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht oder so. Oder ob ich denke, ich schaffe das nicht, ich bin wirklich zu doof. Es ist ein Riesenunterschied, ob wir merken, da läuft ein Mechanismus ab. Da läuft jetzt ein innere die Platte Nummer 17 oder das Mantra Nummer 6, eine Koansammlung, eine Mantrasammlung. Wir können unsere westliche Mantrasammlung machen, unsere persönliche. Mantra Nummer 1, Mantra Nummer 2, Mantra Nummer 3, ich schaffe das nicht. Mantra Nummer 4, ich bin zu doof. Mantra Nummer 5, ich kann den Fernseher nicht programmieren. Mantra Nummer 6. Ich verstehe nichts von Technik. Ich glaube, so heißt es Mantra bei uns, bei den Frauen. Ich verstehe nichts von Technik. Ich habe da keine Lust so. Ja, aber nur ich kann das nicht. Frauen sagen sogar viel weniger, ich habe keine Lust dazu. Ich habe einfach keine Lust auf Technik. Sie sagen, ich kann das nicht. Und dann können wir uns wieder runter machen, damit wir wieder bewiesen haben, dass wir eigentlich unwert sind und dann können wir wieder Ausschau halten. Nach der Prinzessin oder nach dem Prinz auf dem goldenen Pferd. Auf dem weißen Pferd mit den goldenen Haaren. Gut, also Achtsamkeit ist wichtig, damit wir sehen, wie es uns geht, spüren, wie es uns geht. Spüren, spüren, ganz direkt. Das bringt schon viel raus aus diesen Gedanken. Ich bin so und so, aus dieser Identifikation mit Gedanken und Bildern. Wenn wir spüren, körperlich, emotional, stimmungsmäßig. Und dann gehört der nächste Aspekt des edlen achtbaren Pfades dazu, die Freude am Tun, die Freude am Heilsamen. Das heißt, die Freude an dem, was Glück bringt, buddhistisch formuliert. Das muss man lernen. Freude zu entwickeln an dem, was Glück bringt und nicht Zuverlässigkeit und Beständigkeit in dem, was Leidenschaft. Das ist die deutsche Disziplin. Ja. Da haben echt die italienischen und spanischen Menschen etwas weniger Probleme mit. Da haben wir, gut, das ist unsere Konditionierung, die müssen wir auch sehen. Und die müssen wir sehen, dass wir uns so konditioniert haben oder konditionieren haben lassen. Und dann Freude am Heilsamen. Freude am Heilsamen klingt sehr moralisch. Freude an dem, was Glück bringt für uns und andere. Und da muss man auch wieder gucken, was bringt Glück? Was macht mich froh? Was macht mich offen, lebendig, klar, inspiriert? Und daran Freude zu entwickeln. Und nicht, naja, habe ich ja keine Zeit zu. Wenn man das wieder merken, kann man sagen, aha, Mantra Nummer 3, vielleicht Mantra Nummer 1, habe keine Zeit. Freude am Heilsamen, Freude an dem, was gut tut für uns und andere. Und der letzte Punkt, Sammlung, Konzentration. Und Sammlung und Konzentration funktioniert nur im Kontext, sagen die Buddhisten, dieser acht Aspekte. Das heißt, das ganze Leben ist einbezogen in unseren inneren Verwandlungsprozess.
die Ansichten, die Einsichten, das Verhalten, das Reden, die Art, wie wir Geld verdienen, unsere Aufmerksamkeit, unsere Freude, alles gehört dazu. Und dann funktioniert auch die Meditation. Und zwar nicht als Abheben von dieser Realität. Ja, ich meditiere jetzt. Ich meditiere jetzt alle Probleme weg. Ich entschwinde jetzt in eine andere Welt, wo es besser zugeht, als in dieser schnöden, schwierigen Alltagswelt. Da kommen dann immer die Fragen, ja, Meditation im Alltag. Und die Frage kommt aus dem Verständnis, Meditation sei nicht Alltag. Oder der Alltag gehöre nicht dazu und Meditation sei was Besonderes. Das ist letztlich eine Art Labor. Meditation ist eigentlich ein Labor, wo wir uns kennenlernen, wo wir uns jeden Tag 5 Minuten, 10 Minuten, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde nehmen, um uns wahrzunehmen. Den Blick mal von außen abzuziehen, wo wir immer wie fixiert draufstarren, dass irgendetwas passiert, was uns aus unserer Langeweile rausholt, aus unserer Hektik, aus unserer Unruhe, aus unserer Verwirrtheit, dass irgendwas passiert außen. Und unsere Gesellschaft ist gut darin, dafür Futter zu bieten. Immer passiert was. Also den Blick von außen mal abzuwenden und nach innen zu richten. Wie geht's mir eigentlich? Das ist die Zeit der Meditation. Und Sie sagen im Allgemeinen, dass da zwei Sachen passieren, die werden wir auch merken, wenn wir nachher meditieren zusammen. Entweder können wir uns konzentrieren auf das, was wir uns da vornehmen, Atem, Mantra, durch den Körper gehen, was auch immer. Dann gewinnen wir ein bisschen Ruhe, ein bisschen Konzentration, ein bisschen Stabilität, ein bisschen Energie. Oder wir können uns nicht konzentrieren und denken irgendetwas, träumen von irgendetwas. Dann merken wir das und dann gewinnen wir Einsicht darin, wie es uns geht. Und das ist, so sagt es die tibetische Tradition, in den ersten Jahren der Praxis der wichtigere Aspekt. Nicht die Konzentration und die Ruhe. Das kommt später. Am Anfang ist es ganz wichtig, dass wir einfach merken, wie es uns geht. Meine Güte, bin ich heute wieder chaotisch. Jetzt habe ich wieder 375 Pläne, was ich heute alles tun soll. Ich will noch meditieren. Ja, dann merken wir mal, wie verrückt wir sind, wie chaotisch wir sind. Und das ist nicht ein Hinweis darauf, dass wir nicht zur Meditation in der Lage sind, sondern ein Hinweis darauf, in was für einer Verfassung wir sind. Und das jeden Tag zu erleben, motiviert dann dazu, vielleicht das eine oder andere im Leben zu verändern, dass wir nicht so chaotisch sind, wenn wir uns hinsetzen oder hinlegen und die Aufmerksamkeit nach innen wenden. So, ich habe jetzt einen kleinen Rundschlag gemacht über Beziehungen, über das Heilen von alten Wunden, über den edlen achtfachen Pfad als eine Möglichkeit, das zu beschreiben. Ich werde einzelne Aspekte, die ich jetzt genannt habe, in den beiden Kursen praktisch vorstellen. Und zwar wird es so laufen, wir werden zuerst Körperübungen machen. Wir werden so machen, wir haben ja mehrere Blöcke, immer 2 Blöcke pro Kurs. Morgen Vormittag, morgen Nachmittag, morgen Abend und Sonntag früh. Und in jedem Block werden wir zuerst Körperübungen machen. Dann werde ich eine Anweisung zum stillen Sitzen geben, also zu dieser stillen Praxis. Die kann man auf dem Stuhl machen, im Liegen oder im Sitzen, wo wir eben mitkriegen, wie es uns geht. Mitkriegen, was an emotionalen Zuständen, an Körperempfindungen, an Gefühlen, an Stimmungen, an Gedanken da ist. Blick nach innen wenden, spüren und ab und zu Momente von Ruhe erfahren. Und dann werden wir Gehmeditation machen. Das heißt, wir werden versuchen, im Gehen, in der Bewegung bei uns zu bleiben und nicht nach außen wieder zu fallen in 1000 Objekte. Menschen, Geschichten und so weiter. Dann werden wir Phasen der geführten Meditation machen, wo ich zum Beispiel vorschlage, erinnern Sie eine Sternstunde, einen besonderen Moment, dass wir meditativ das nachvollziehen können, unser eigenes Leben angucken. Wann war ich das letzte Mal so beisammen, lebendig, klar? Und ich führe Sie dadurch in vielleicht 10, 15 Minuten, dass Sie das innerlich spüren können, so eine Situation. Ich werde Vorschläge machen. Darüber wird nicht geredet, es ist Ihre Erfahrung, die Sie einfach mit sich haben. Da werde ich wahrscheinlich 2 machen, pro Block, 2 solcher geführter Übungen.
dann werden wir noch mal ein bisschen still sitzen oder liegen. Dann ist Zeit für die Mittagspause, wo Sie einen Imbiss mitbringen können. Dann können wir hier, wenn wir einen schönen Raum zusammen, einen Imbiss einnehmen. Vielleicht eine Stunde, anderthalb. Das mache ich immer abhängig einfach von der Energie der Gruppe. Also ob ich das Gefühl habe, es reicht jetzt, wir können wieder zusammensitzen oder wir brauchen noch ein bisschen Ruhe. Dann ist eine kurze Phase, vielleicht von 20, 25 Minuten, wo wir, wenn noch Fragen da sind zur Praxis, zum Üben, zu der Art der Übung, wo Sie fragen können. Und dann werden wir wieder so einen Block machen mit Körperübungen, stiller Meditation, Gehen und geführten Übungen. Und im Abendkurs, also das ist dann anderthalb Stunden, habe ich dann Pause und diejenigen, die beide Kurse machen, haben auch Pause. Und dann abends kommt dann der zweite Themenbereich, alte Wunden heilen, wo wir eben Übungen, die dazu passen, machen werden, sodass Sie nach diesem Kurs praktische Übungen an der Hand haben, die Sie zu Hause machen können. Ich werde auch in beiden Kursen Vorschläge machen, wie Sie eine tägliche Übungsphase von 5 oder 10 Minuten oder vielleicht auch 20 Minuten strukturieren können, was Sie machen können und was Sie dabei unterstützen kann. Und als Hilfe habe ich ein paar Vorträge von mir aufgeschrieben und ein paar geführte Meditationen auch aufgeschrieben, die man so richtig vor sich hinlegen kann. Dann kann man gucken, ach, was soll ich jetzt machen? Aha, gut. Ja, ich meine, das ist etwas, was man lernen muss. Ich meine, wir können zwar alle, haben die Lamas immer gesagt, ihr könnt alle geführte Meditationen machen, ihr macht es nur verkehrt rum. Ihr grübelt. Ihr sagt, du bist ein blöder Hund und du bist ein blöder Hund und deswegen bist du doof und deswegen bist du doof und reiten uns immer mehr rein, bringen uns, spulen uns immer mehr auf. Das machen wir ja auch. Wir grübeln ja ganz viel über Situationen. Aber wir machen nicht etwas, was uns hilft, klarer zu werden und entspannter zu werden, sondern wir reden mit uns, dass wir immer verspannter werden und immer zuer, verschlossener, festgefahren in unseren Ansichten. Und geführte Meditationen zeigen uns den anderen Weg, wie wir diese Fähigkeit, innerlich zu denken und uns und ja etwas uns zu sagen, so einsetzen können, dass es Situationen klarer macht und dass wir liebesfähiger werden, dass wir offener werden mit uns und mit anderen.